Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich bin seit Februar 2015 hier in der Uni Luxemburg als Associate Professor in der Research Unit, die sich mit Physik beschäftigt. Meine Stelle hier wird gefördert in den nächsten 5 Jahren vom Fonds National de la Recherche im Zuge von deren ATTRACT-Programm. Das ATTRACT-Programm hat zum Ziel, talentierte Nachwuchswissenschaftler nach Luxemburg zu holen. Mein Fachgebiet nennt sich mesoskopische Physik. Das bedeutet, wir interessieren uns für Systeme, für physikalische Objekte, die zwischen der mikroskopischen Physik liegen, also der Welt der Atome, der Welt der Moleküle und so weiter, und der makroskopischen Physik, also der Physik der großen Objekte, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Mesoskopische Systeme gehorchen den Gesetzen der Quantenmechanik, aber sie verhalten sich teilweise auch schon wie Systeme der klassischen Physik. Und dieser Übergang, diesen Übergang zu erforschen, ist sehr faszinierend. Quantenmechanik und klassische Physik sind ein sehr großer Gegensatz. Zum Beispiel in der klassischen Physik, wenn ich einen Ball habe oder eine Kanonenkugel, die sich in der Luft bewegt, dann hat die eine gewisse Flugbahn und ich kann genau berechnen und ich kann genau messen, zu welchem Zeitpunkt sich dieser Ball in welchem Ort befindet. In der Quantenmechanik betrachte ich zum Beispiel Objekte wie Elektronen, wie Atome. Und diese Objekte befinden sich nicht mehr zu einer festen Zeit an einem festen Ort, sondern sie verhalten sich komplett anders. Sie verhalten sich zum einen wie Teilchen, zum anderen wie Wellen, was wir Welle-Teilchen-Dualismus nennen. Und es ist auch nicht mehr so einfach möglich, die Position eines Elektrons, eines einzelnen Elektrons zu messen. Das macht Quantenmechanik sehr schwierig, intuitiv verständlich. Wir können Quantenmechanik mathematisch sehr gut verstehen. Ich kann genau mathematisch berechnen, was ein gewisses Experiment an Ergebnis liefern wird. Ich versuche, Vorschläge zu entwickeln, wie man gewisse Materialien günstig zum Beispiel für elektronische Schaltkreise, für Transistoren benutzen könnte oder für Sensoren zum Beispiel benutzen könnte. Ein wichtiges Beispiel für meine Forschung sind Nanodrähte, die eine Dicke haben können von 1 Nanometer bis sagen wir 100 Nanometer, die aus verschiedenen Materialien bestehen können. Und ein Elektron, das sich in einem Nanodraht bewegt, ist ein sehr kompliziertes System. Der Nanodraht besteht aus Millionen von Atomen oder Milliarden von Atomen. Die Atomkerne ziehen das Elektron an, die Elektronen stoßen sich gegenseitig ab. Jetzt stellt sich aber heraus, dass zum Beispiel für sowas wie den elektrischen Widerstand diese Abstoßung zwischen den Elektronen gar nicht so relevant ist. Oder stellt sich auch heraus, dass den Draht, obwohl er aus Milliarden von Atomen besteht, wir ihn relativ einfach beschreiben können, solange diese Atome zum Beispiel ein regelmäßiges Gitter bilden. Also wenn wir zum Beispiel finden, dass der Widerstand von einem Nanodraht, der elektrische Widerstand, dass wir den sehr viel geringer machen können als von den Drähten, die heutzutage benutzt werden, dann könnte das sicher starke Auswirkungen haben auf die Computerchip-Industrie. Ein anderes Thema, was mich sehr beschäftigt, sind sogenannte Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Ein Rohr aus Kohlenstoff, das sagen wir mal 1 Nanometer dick ist. Und zum einen mal kann es sich entweder als Halbleiter verhalten oder als Metall. Zum anderen kann es interessante Schwingungen haben. Diese Schwingungen wiederum, die kann man benutzen zur Konstruktion von Sensoren. Einfach dadurch, dass sich ein Atom auf diesem Kohlenstoff-Nanoröhrchen niederlässt, verändert es ganz leicht die Schwingungsfrequenz von diesem Nanoröhrchen. Man kann damit wirklich atomar genau eine Masse messen. Hier in Luxemburg zu sein, ist definitiv eine gute Entscheidung. Ich genieße das Leben hier sehr, das Land hat eine hohe Lebensqualität. Ich bin sehr gerne an einer jungen Uni, wo man Prozesse mitgestalten kann, wo man Einfluss haben kann. Ja, mir gefällt das hier sehr gut.